Hallo Freunde des Software Entertainments, was macht ihr eigentlich, wenn eure Seitenstruktur wächst? Wir haben hier jetzt PHP Refactoring, PHP Update, PHP Training, unser Never Code Alone live auf YouTube und unsere Glossare für Barrierefreiheit im Internet und natürlich das spektakuläre PHP Glossar mit über 59 Items dazu, Dinge, die wir anbieten, Schulungen und sonstiges und dann haben wir noch über uns ein Team, Datenschutz, Impressum und das wächst jetzt hier mächtig nach vorne. Dafür müssen Navigation und Footer umstrukturiert werden. Und wie ich das aktuell bei der Never Code Alone Seite mache und wie ich Dinge zusammenfasse und was es für Möglichkeiten von Headern in Tailwind und Flowbyte gibt, das gibt es jetzt alles hier in dieser Sendung. Viel Spaß damit, direkt nach dem Intro. Hallo, unsere Internetseite wächst und das macht Probleme. Wir haben am Anfang immer gedacht, wie kriegen wir in unsere Navigation überhaupt voll? Jetzt platzt sie aus allen Nähten. Es droht schon in eine dritte Ebene zu gehen und wir mussten hier was machen. Dazu hatten wir auf der Startseite hier neben unserem entsprechenden Angebot auch eine unendlich lange Teamliste nochmal unten drunter. Und die hat mich schon ein wenig gestört hier. Wir haben hier ja auch eine ganze Menge Highlights mittlerweile drunter. Hier ist das Thema PHP Refactoring, hier ist das Thema barrierefreies Webdesign. Die kommen jetzt hier auch beide genau drauf. Wir haben hier noch keinen dynamischen Content, der sich nach der entsprechenden Zielgruppe und ihrer Herkunft, also beziehungsweise ihrer Quelle richtet. Das werden wir demnächst implementieren. Daher wird jeder User hier jetzt auch ein wenig von der Startseite erschlagen. Und dieses Thema Team war einfach zu viel. Dazu haben wir nicht mehr so viel Platz hier in der Hauptnavigation. Wir sind hier schon hingegangen und haben entsprechend ein Mega-Menü hier aufgebaut und können hier entsprechend die Seiten laden. Ihr seht, dass es hier allerdings noch leichte Probleme in der Umsetzung gibt. Und das ist natürlich nicht optimal. Trotz alledem sind Mega-Menüs hier die Antwort. Aber das Thema PHP Refactoring und Updates und PHP Training ist natürlich auch ein separater Block, gerade wenn man hier noch barrierefreies Webdesign zusätzlich anbieten möchte. Daher sind wir jetzt dazu übergegangen und haben jetzt mal einen entsprechenden, deutlich besseren Footer eingebaut, bei dem wir jetzt ein Über uns haben und dieses Über uns hat jetzt das Never Code Alone Team. Hier haben wir auch Impressum und Datenschutz untergebracht. Das wird dann demnächst wahrscheinlich hier direkt in die letzte Footer-Line fliegen. Und wir haben auch externe Partner jetzt hier eingeführt, da wir natürlich auch unser Netzwerk supporten und pushen wollen und haben gesagt, wir brauchen hier mal einen deutlich besseren Footer. Hier gibt es jetzt den Punkt Team und unter Team haben wir entsprechend eine entsprechende Headline, eine kleine Description und dann das ganze Team hier aus unserem Freelancer-Netzwerk aufgeführt. Und damit haben wir hier eine entsprechende, ansprechende Teamseite, die dann natürlich auch wieder in Suchmaschinen gut gefunden wird und wo wir das auf jeden Fall zentral haben, damit das entsprechend erreichbar ist. Damit das Ganze entsprechend umgesetzt wird und barrierefrei ist und vor allem in vielen Devices entsprechend kompatibel ist, setzen wir hier voll auf die Flowbyte Pro Blocks. Und hier gibt es entsprechende Hauptnavigation. Der Punkt heißt hier Headers und unter diesen Headers gibt es dann entsprechende Navigationspunkte, die im Grunde genommen mitwachsen können. Hier ist eine erste ganz einfache Navigation, die überhaupt keine Unterpunkte hat. Hier gibt es jetzt schon ein recht komplexes Mega-Menü mit einzelnen Icons, hier auch Mouse-Over-Effekten, was in
meinen Augen vielleicht noch ein bisschen zu viel ist. Da müsste ich auch immer dieses Icon pflegen und auch immer ein Icon haben und auswählen. Hier ist das, wir entsprechend ein User-Dropdown haben. Das haben wir jetzt auf unserer Seite überhaupt nicht. Wir können die Navigation auch nach links machen, in der Mitte das entsprechende Logo aufführen und rechts diesen Action-Bereich hier handhaben oder entsprechend auch mit einfachen Dropdowns vorgehen. Das ist ja etwas, was wir hier implementiert haben. Hier kann man auch auf eine dritte Ebene gehen. Da mal die Frage an euch persönlich. Dritte Ebene, denke ich immer, ist viel zu viel. Das verwirrt mich. Das verwirrt, glaube ich, auch andere User und ist einfach so ein Overkill, vor allem, weil wir ja auch immer mehr durch den Content navigieren und gar nicht so stark über Navigation gehen. Das ist zumindest bei mir der Fall. Gebt mir da mal Feedback zu, wie das bei euch ist. Ich kann die entsprechende Hauptnavigation auch in eine separate Line drücken, dann habe ich natürlich entsprechend mehr Platz, kann hier zusätzliche Elemente mit reinbringen, wie beispielsweise eine Suche oder hier auch ein entsprechend noch besseres Header-Menü aufführen. Ich dachte, jetzt klickt das nochmal auf, habe hier mal drauf geklickt. Das ist auch etwas, was UX-Design ausmacht, dass man eben halt entsprechend denkt, da ist eine Funktion, wenn man solche List-Items hier hat, die so ein bisschen aussehen wie ein Akkordeon. Und genau so wie das hier entsprechend ist, kann man diese ganzen Sachen noch untereinander kombinieren und das hilft uns zum Beispiel hier doch sehr deutlich, dass wir entsprechende Elemente haben, die dann mit unseren Anforderungen mitwachsen und schnell wieder neu implementiert werden. Neben den Headern gibt es unter Marketing UI natürlich auch entsprechend die Footer. Die Footer-Section ist direkt hier. Und hier haben wir jetzt länger gestöbert, das muss man auch so sagen. Wir hatten am Anfang im Grunde genommen hier einen Footer, der nur ein Logo und diesen entsprechenden Text hier hatte, wobei ich jetzt auch nicht so viel von dieser Copyright-Jahreszahl halte. Ich weiß gar nicht, wofür die gebraucht wird, ob das vielleicht auch sogar verpflichtend ist. Der Nachteil an Flowbyte in Bezug auf Accessibility ist ja, dass die Kontraste hier einfach zu schwach sind. Da kann man aber entsprechend auch immer diese Gray-Töne wegnehmen. Hier ist automatisch direkt ein Dark Mode mit bei. Das muss man auch wollen. Schaut euch das auf jeden Fall an im System Dark Mode, ob die Seite damit vernünftig aussieht. Ja, hier ist das dann immer entsprechend schnell simuliert, aber auch bei eurer Seite mit euren Farben, ob ihr da nichts kaputt gemacht habt. Und hier gibt es entsprechend viele unterschiedliche Footer. Sowas in der Art hier wollten wir auf jeden Fall als erstes haben. Wir haben keine Newsletter-Section, aber sehen bei anderen Kunden dieses Thema verschiedener Standorte hier wirklich sehr gut abgebildet und haben uns dafür entschieden, hier diesen Original Footer von Flowbyte selber, der hier auch veröffentlicht ist, zu nehmen und hier entsprechend noch eine kleine Beschreibung über uns zu machen und dann entsprechend diese Links hier abzubilden. Das war's von mir jetzt hier zum Thema Navigation und Footer-Elemente in Content-Management-Systemen. Hat euch das geholfen? Ist das eine gute Inspiration? Wie ist es bei euch? Wie löst ihr diese Probleme mit der wachsenden Struktur in euren Projekten? Und könnt ihr die dann auch entsprechend mehr in bessere Footer auslagern? Oder sagt ihr, Footer ist eh verloren, da guckt eh keiner hin und scrollt bis dahin durch. Auf dieses Element setze ich lieber nicht. Ich gehe mit meinen Usern anders vor, um die entsprechend zu führen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr tolles Feedback. Damit nochmal der Hinweis, hier kommen zweimal in der Woche Tutorial-Videos. Von daher, falls ihr den Kanal noch nicht kennt, Glocke an und abonnieren. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt grün und tschüss.